Einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Guten Morgen Börse gemeinsam mit XTB. Heute ist Montag, der 30. Oktober 2023, und nach einem kleinen Kurzurlaub auf dem Bauernhof bin ich wieder da und ja, will euch meine Einschätzung der aktuellen Situation ein bisschen näher bringen. Die aktuelle Situation, die sich weiterhin extrem aufgeheizt darstellt, besonders geopolitisch, eine weiterhin ziemlich auch markttechnisch sehr, sehr skeptisch anmutende Stimmung, die sich dort breit macht. Der große Crash, der da gesehen wird, der Bärenmarkt, in den wir jetzt angeblich eingetreten sein sollen und dergleichen. Und da tut es, ich muss ganz ehrlich gestehen, auch wenn jetzt die letzte Woche doch relativ packed war und die eine oder andere Handelsmöglichkeit, so wie ich es in der Nachbetrachtung jetzt gesehen habe, offenbart hat, solch eine Distanz tut ganz gut, denn du bist dann mal in der Lage, mal ein bisschen durchzuatmen und stellst plötzlich fest, nee, da ist nicht irgendwie Bärenmarkt, ganz im Gegenteil. Also, das ist einfach eine gesunde Korrektur, ja, und wir schütteln halt ein bisschen fester am Baum. Ich hätte schon durchaus, und das werden wir gleich auch im Chart sehen, hätte schon das ein oder andere Signal als den finalen, jetzt ist der Boden potenziell drin, Gedanken, hätte das durchaus so gesehen. Jetzt sind wir noch ein bisschen tiefer gelaufen, aber nichtsdestotrotz, die Situation hat sich aus technischer Perspektive meiner Einschätzung nach wesentlich, unwesentlich verschlechtert tatsächlich. Und vielleicht sind wir jetzt sogar so weit gelaufen auf der Unterseite mit einer Gegenbewegung, die wir jetzt erstmal initial eingeleitet sehen. Wir werden es gleich im Hinblick auf den DAX schon sehen. Da gibt es erste Anzeichen eines zumindest mal soliden Starts in die neue Handelswoche. Die könnte dann sogar weiter beschleunigt werden und sogar ein ähnliches V vielleicht sogar einzeichnen, sollte die Fed am Mittwoch geldpolitisch sich entsprechend präsentieren und dann an dieser Stelle vielleicht auch so ein wenig Unterstützung für den Markt zukommen lassen. So, bevor wir jetzt zu sehr in die Details gehen, zunächst der Blick auf den Risikohinweis und dann schauen wir auch in die Charts. Also, Devisen-CFDs sind komplexe Handelsinstrumente, die werden auf Margin getradet, gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren, sind ausgehend hiervon nicht für jeden Anleger geeignet. Bevor man mit dem Handel beginnt, erstelle mal bitte sein persönliches Risikoprofil und oder lass ein solches erstellen von einem unabhängigen Finanzberater. Lade sich dann auf xdb.com/de kostenlos eine Demo herunter, teste dann risikofrei, schau, ob der Handel mit diesem Produkt sich für einen eignet. Und sofern man das für sich mit Ja beantworten kann, hat man auch die Möglichkeit, ein Live-Konto zu öffnen. Diesbezüglich alle Informationen, vollständiger Risikohinweis auf xdb.com/de. Du hast auch gerne die Möglichkeit, den Kundensupport im Berliner Büro anzurufen. Telefonnummer bzw. Kontaktdetails, auch E-Mail-Adresse folgen gleich. Solltet ihr Fragen haben zu XTB als Broker, ganz kurz in eigener Sache, bitte nicht in den folgenden Minuten als Anlageempfehlung missverstehen. Es handelt sich um ein rein edukativ, rein informatives Event. Ihr könnt alle eure Fragen stellen in der Kommentarfunktion unterhalb des Videos, aber bitte, wie gesagt, nichts als Anlageempfehlung in irgendeiner Form missverstehen. Hier die versprochenen Kontaktdetails, Telefonnummer bzw. E-Mail-Adresse. Ganz kurz zu XTB als Broker, bester CFD-Broker des Jahres 2023, ausgezeichnet von Brokerwahl. Die Gründe, die dazu geführt haben, findet ihr hier einmal links aufgelistet. Ein Grund mit Sicherheit auch die X-Station, und genau auf diese wollen wir jetzt hier an dieser Stelle einen Blick werfen und ganz kurz hier den DAX zum Thema machen. Da sind ein paar mehr Linien drin jetzt in dem Chart, die man normalerweise von mir gewöhnt ist. Ich will das aber ganz kurz hier thematisieren. Der ein oder andere, der mir vielleicht bei X folgt, der hat gesehen, ich hatte gestern noch eine DAX-Analyse am Sonntag dann eingestellt gehabt. Normalerweise ist am Freitag meine letzte Analyse, aber in dem Fall, dass ich jetzt eben nicht da war, die ganze vergangene Woche und auch zwecks Vorbereitung für die neue Handelswoche, habe ich die eingestellt. Und ich hatte in diesem Zusammenhang diese Divergenz hier, diese sogenannte bullische Divergenz, dort zum Thema gemacht. Die verwende ich nicht als Handelssignalgenerator oder dergleichen. Ich glaube, dass man das missversteht, aber es ist für mich eine Möglichkeit zu sehen, wann sich das Momentum beginnt abzuschwächen. Und was ich dazu schaue, ist das Markieren neuer Tiefs, das wir jetzt letzte Woche Freitag hier zu sehen bekommen haben, in Form oder in Folge vielleicht auch der wieder am aufkeimenden Sorgen rund um eine dann breit angelegte Bodenoffensive Israels. An dieser Stelle, diese Sorge, die hat sich doch ziemlich beschleunigt oder ziemlich zugenommen, soweit ich das mitverfolgt habe. Also mitverfolgt, wie gesagt, ich war im Urlaub. Insofern, ich habe das jetzt nicht so intensiv konsumiert, wie ich es normalerweise jetzt hier im Rahmen meines Tradings oder meiner Marktbetrachtungen, meines Handels dann insgesamt eben mitnehme. Aber an dieser Stelle scheint das durchaus ein Thema gewesen zu sein. Es macht sich auch bemerkbar, beispielsweise im Fear and Greed Index zum Beispiel. Den haben wir hier. Da habe ich ihn einmal. Extreme Angst wieder, die wir vorgefahren sind. Ich sehe übrigens an der Stelle, mein Kopf ist davor. Also extreme Angst, in die wir hier gelaufen sind erneut. Und das, was ich eben in dem Kontext so interessant finde, ist, dass wir eben zum einen jetzt in vielen sozialen Medien, also X beispielsweise, jetzt sei gerade genannt, der Nachfolger von Twitter, ist es jetzt einfach nur umfirmiert, aber auch diese technischen Indikationen beispielsweise, diese Divergenz beispielsweise,
Es ist einfach zu viel. Es ist einfach eine unglaublich pessimistische Stimmung, die sich aber nicht bemerkbar macht. Wenn ich beispielsweise mir den VIX, den Volatilitätsindex, auf den S&P 500 anschaue, hier das Angstbarometer, wir sehen einfach, wir sind zwar jetzt über 20 Punkte gelaufen, aber es ist immer noch verhältnismäßig wenig an Sorge, die wirklich eingepreist wird, an Volatilität, an Absicherung, die seitens des Marktes gekauft wird. Das wäre übrigens jetzt ja auch so ein potenzieller Trade wieder, der ganz interessant wäre. Wo ich sagen würde, mit dieser Überrolltendenz riskieren gegen die Hochs und das fällt ungefähr zusammen, interessanterweise, auf dieselben Niveaus wie Anfang Mai hier, die dann der Beginn waren für eine starke Aufwärtsbewegung im S&P oder auch im Nasdaq ganz besonders. Riskieren gegen diese Hochs ein Short, der darauf abzielt, dass wir einen Rücksetzer unter die 20-Punkte-Marke in den kommenden Tagen zu sehen bekommen. Vielleicht getragen durch, gehen wir kurz mal hier auf den Kalender, durch die Fed, auf die werden wir nochmal separat ganz besonders eingehen, natürlich allerspätestens am Mittwoch hier in dem Guten Morgen-Format. Aber die Fed, die könnte dort vielleicht das Zünglein an der Waage sein mit einem klaren mit einer klaren Indiz vielleicht in die Richtung, dass man sagt, das war's zinsanhebungstechnisch, da kommen keine weiteren Zinsschritte. Wobei man sagen muss, bei einer genauen Betrachtung auf auf das FedWatch-Tool am Terminmarkt wird offenbar, dass der Markt das eigentlich schon deutlich einpreist. 75% für Dezember gehen davon aus, dass wir keine weiteren Zinsschritte zu sehen bekommen. Das kann man hier erkennen. Kann man das erkennen? Diese 2,9% plus die 72,9%, da sind wir bei 5,25, 5,50, dem aktuellen Zinsniveau. Das sind also drei von vier Marktteilnehmern, die nicht davon ausgehen, dass die Fed sich weiter geldpolitisch restriktiver präsentiert in Form einer weiteren Zinsanhebung. Und selbst wenn man bis Juni geht, dann sieht man, dass wir mit der Mehrzahl der Marktteilnehmer, also etwas mehr als 60%, maximal eine Zinssenkung erwarten. Also das heißt, selbst wenn die Fed das in Aussicht stellte, wäre es nicht zwangsläufig ein dovischer Unterton, der da angeschlagen würde oder dergleichen, was dann wiederum die Frage aufwirft, wie würde der Markt darauf reagieren? Wäre das wirklich in der Lage, Bullishness zu triggern, sei es im S&P, sei es im DAX oder dergleichen, also DAX dann im Windschatten folgend oder ein Rücksetzer im VIX? Das ist so ein bisschen die Frage. Da wird der Markt, da werden die Bullen sich zeigen müssen. Ein klares Signal. Wie gesagt, ich glaube, der VIX ist aber eine interessante Konstellation mit Ausblick auf die Fed am Mittwoch. Denke ich, wird die Nervosität eher niedrig bleiben oder jetzt eher abnehmen und es zu einer Tendenz auf der Unterseite kommen. Also, das heißt, eine bullische Drift vielleicht im DAX, im S&P. Aber ich glaube, Chance-Risiko-Verhältnis technisch scheint mir vielleicht der VIX ein bisschen interessanter für einen Trade. In dem Fall allerdings ein Short-Trade an der Stelle, weil wir darauf spekulieren, dass die Volatilität abnimmt. Aber kommen wir ganz kurz zurück zum DAX. Also, wir haben diese Divergenz, die sich jetzt hier herauskristallisiert in Gegenbewegung. Versuche auch diese Abwärtstrendlinie zu brechen. Auch das ist ich finde, schon ein erstaunliches Signal. Ehrlich gesagt, das hätte ich jetzt nicht so auf dem Schirm gehabt sofort. Nichtsdestotrotz, ich möchte eigentlich für ein wirklich aufhellendes Bild im DAX sehen, dass wir über 15.000 Punkte laufen und halten. Was dann auch korrespondieren würde, entsprechend natürlich im Windschatten mit entsprechenden positiven Vorgaben, beispielsweise seitens des S&Ps. Den habe ich jetzt hier mal in Form des ETFs auf den S&P 500, des Spiders, wo ich mir solch ein Szenario vorstellen könnte. Also es kristallisiert sich hier jetzt gerade ein Gap-Up infolge der Vorgaben aus Europa heraus. Wir haben 14:30 Uhr bis 21 Uhr den Handel jetzt durch die Zeitumstellung unsererseits für diese Handel. Woche. Ich könnte mir vorstellen, dass wir wenigstens einen Test dieser 5-Tage-Linie hier zu sehen bekämen, vielleicht ein Überrollen und dass die Fed dann vielleicht in der Lage ist, diesen Impulsgeber zu liefern, der eine Rückeroberung auf den Weg bringt, oberhalb der 5-Tage-Linie ich dann wieder long sein wollte. Aber das würde erstmal geschehen müssen. Also wir müssen erstmal diese 5-Tage-Linie zurückerobern. Das wäre ein möglich einzuweisen oder einzeichnbares Szenario hier auf der 30-Minuten-Ebene. Ähnliches Szenario ließe sich dann auch 1:1 hier beispielsweise in den Qs einzeichnen. Da habe ich jetzt mal den Tag und das ist das, was ich, wie gesagt, aus rein technischer Perspektive meinte. Also wenn man jetzt mit sehr, sehr bärischen Szenarien konfrontiert sich sieht, das ist nachvollziehbar von dem Hintergrund dieser hochemotionalen Situation, besonders im Gazastreifen, der medialen Berichterstattung und dergleichen. Aber nichtsdestotrotz, wenn man das mal im Gesamtkontext sieht, wenn wir uns hier mal den Nasdaq 100 in Form der Qs, also als ETF auf den Nasdaq 100 eben anschauen, dann sehen wir, nun, das ist potenziell, ehrlich gesagt, eine bullische Flagge, die sich hier herauskristallisiert. Wenn wir uns mal vor Augen führen, von wo wir kommen, also ziemlich genau vor einem Jahr haben wir den Boden gefunden im Rahmen des damaligen klaren Bärenmarktes übers Jahr 2022. Wir haben damals gehandelt um roundabout 260 Punkte, haben jetzt im Hoch im Juli vor nahezu 3 Monaten um fast 390 gehandelt. Das sind 50%, fast 50% in den Qs, in einem breiten Markt-ETF, im Technologiesektor sicherlich ein bisschen volatiler, ein höheres Beta, aber nichtsdestotrotz, das sind fast 50%, dass der Markt da mal in eine Korrektur geht, die sich jetzt ein bisschen länger zieht, natürlich. August, September, Oktober, das ist auch saisonal natürlich sicherlich begünstigt. Ich denke, das ist nachvollziehbar.
Aber ich glaube, besonders vor dem Hintergrund dieses extrem ängstlichen Bias, und das kann man ja sagen, extreme Angst im vielen Greed-Index hatten wir gerade gezeigt gehabt, dann muss ich ganz ehrlich gestehen, kann ich mir hier einen Bounce vorstellen, was jetzt noch nicht der Grund wäre, long zu sein, aber zumindest mal, ich würde aufmerksamer werden. Ich glaube, Chance-Risiko-Verhältnis technisch scheint die Long-Seite in den Jahresschluss hinein vielleicht auch eher attraktiver zu werden. Und du möchtest jetzt, wie gesagt, erstmal sehen, dass die 5-Tage-Linie zurückerobert werden, vor allem der Qs beispielsweise oder im Falle hier die 350 zurückerobert wird, dass wir oberhalb halten können, auch einige Tage, dass auch die FED sich entsprechend präsentiert, dass der Markt das aufnimmt. Aber nochmal, zu viel Bearishness, den großen Crash sehen, den großen Bärenmarkt, der jetzt ansetzt oder dergleichen, ich glaube, das ist aktuell zu viel. Ich will es nicht ausschließen, es ist immer eine Option, na klar, aber nichtsdestotrotz, es ist mir zu pessimistisch aktuell, die Stimmung. Und in diesem Zusammenhang, wie gesagt, kann ich mir jetzt nicht nur kurzfristig, sondern vielleicht auch zunehmend verstärkt eine Bodenbildungstendenz eben vorstellen, die sich dann hier rauskristallisiert. Ja, wir werden sehen, wie sich das in den kommenden Tagen weiter entsprechend zeigt. Das Bild, wir werden hier einen detaillierten Blick drauf werfen. Wir haben auch noch einige Earnings, die natürlich anstehen, AMD morgen nachweislich beispielsweise. Also wir haben auf jeden Fall eine Packed Agenda mit der FED, gipfeln vielleicht aus der Makroperspektive am Mittwoch. Aber bis dahin erstmal Happy Trading. Passt auf die Stops auf. Wir hören uns dann morgen wieder hier gemeinsam zum guten Morgen Börse mit XTB. Ich freue mich drauf. Habt euch wohl, macht's gut. Bis dann und tschüss.